Als wäre nichts geschehen. Hände schütteln und nochmal Hände. Ein echter Bruder Barnabas am Samstag im Landkreis Altötting. Und das im Jahr 2020. Hat's etwa niemand mitbekommen? Ich hab mich schon gefreut auf heute. Wir haben ja relativ gesund, also hält sich die Angst an einigermaßen in Grenzen. Ja. Keine Angst. Ich glaube, dass solche Veranstaltungen nur wichtig sind, dass man nur zusammenkommt und sich auch mit den Leuten noch trifft. Ganz anders am Tag zuvor auf dem Münchner Nockerberg. Depression nach der Botschaft. Die Politprominenz hat abgesagt. Corona-Stopp trotz umsichtiger Hygienemaßnahmen. Wir hätten von Händeschütteln etc. selbstverständlich abgesehen. Wir haben für ausreichend Desinfektion gesorgt. Es hätte keine Brotzeitbredel gegeben. Humor in schwierigen Zeiten. Dabei ist das der Blecken am Nockerberg mehr als ein Gegenüber von Satire und denen, die gemeint sind. Ein ritualisierter Moment für Konfrontation und Versöhnung. Ein bayerisches Hochamt für alle, gerade in schwierigen Zeiten. Wenn die Leute daheim vom Fernseher, die hocken da und wissen, da hocken jetzt gerade noch ganz viele andere, das ist live. Und die Leute, die da betroffen sind am Nockerberg, die Politiker, sind in diesem Moment in dieser Situation. Und das schafft natürlich eine Verbindung. Und ich glaube, dass man das zum Positiven nutzen kann. Denn die Zeiten sind ernst. Vielleicht sogar zu ernst für Witze auf der Bühne. Klimakatastrophe, der Umgang mit Flüchtlingen in Europa, der Terror in Hanau. Stößt da Humor nicht auch an seine Grenzen? Ich glaube, Witze kann man über Hanau nicht machen. Ich denke aber, dass man über das Drumherum durchaus mit dem Kabarett rangehen kann. Treffen mit Christian Springer im Karl-Valentin-Museum in München. Valentin wurde in der NS-Zeit beäugt von der Staatsmacht. Seine Filme verboten. Trotzdem hat er in der NS-Zeit, zum Beispiel in Briefen an die Machthaber, gerade mit schwarzem Humor dagegen gehalten. Der Humor setzt immer da an, wo es um Menschen geht. Und da wird es lustig, weil wir komisch sind, weil wir schräg sind, weil wir manchmal deppert sind. Auch Corona. Ich kann mich über das Verhalten der Menschen mit diesem Virus lustig machen, aber nicht über die Krankheit. Gerade schwierige Zeiten können Hochzeiten des Humors sein. Ob der Nockerberg das heuer auch geworden wäre? Am Freitag wurde jedenfalls wenig verraten. Der Titel des Singspiels, Alles geht gut aus. Er verspricht Harmonie und dass alles schon wird. Natürlich ironisch gemeint und ein bisschen verständnisvoll für Politiker in schwierigen Zeiten. Das Stück heißt auch deswegen, alles geht gut aus, weil wir einfach die einfache Lösung nirgendwo sehen. Also wir sehen natürlich auch die Politiker in dem Dilemma, dass jetzt keiner sagen kann, so wird's gemacht. Bruder Barnabas nahm am Samstag in Hohenwart die Umgehungsstraße und die lokalen Rivalitäten aufs Korn. Und der Schlussgag wurde dem Coronavirus gewidmet. Bevor Sie jetzt bei der allgemeinen Panik mitmacht, erinnert euch an den Satz eines weltweit unbekannten bayerischen Philosophen, der da lautet: Ganz aus ist noch nie gewesen, aber letzt schon öfter. Also dann, jetzt kein Schmarrn, Prost, pfiat euch!